Hey Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir machen weiter, nachdem wir vor dem Helikopter von Trinity geflohen sind. Zusammen mit Jacob. Haben wir noch Skillpunkte eigentlich? Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Das kann wohl sein. Oh, feuern sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile separat. Aha. Ach so, wenn ich da zoome. Okay. Doppelschuss. Während Sie mit vollständig gespanntem Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für kurze Zeit auf sie zielen. Nach dem Auslösen treffen die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden, entweder Körper oder Kopf. Yes, das ist ja super. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie ich mit dem Bogen zoomen kann, aber das ist... Wow. Ich kann einfach gedrückt halten, ja. Okay. Weh, da werde ich ja selber vergiftet. Ach so, kann ich ranzoomen, seht mal. Oh oh. Warte mal. Wehehehe. Kommt her, ihr Wölfchen. Ich will was an euch testen. Auch wenn es ein bisschen gemein ist. Seid ihr denn? Was haben die für Köpfe? Die sehen komisch aus, die Viecher. Aha. Was haben wir denn hier? Das ist eine Höhle. Und da sind noch die grünen Dinger. Was hier? Ein Vorratsschuppen. Aha. Okay, und hier war ich drin. Da habe ich leider was übersehen. Eine Forschertasche und hier ein Relikt. Nee, ein Wandgemälde habe ich da übersehen. Verdammt, da muss ich ja nochmal zurück. Oh je. Ah. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich den Bogen so lange anspannen kann. Gut zu wissen. Vielleicht sollte ich mal den Ausweichkill lernen. Oha. Oh, stimmt, ich habe noch volles Metall. Das ist irgendein besonderes Erz. Damit kann man dann wahrscheinlich ganz viel Unfug noch treiben. Später. Das habe ich auch vor. Nun gut. Sind die noch fiese Wölfe? Wahrscheinlich, ne? Oh je. Das Anvisieren ist cool. Das ist richtig cool. Wollen wir mal gucken, wo ist hier... Was ist da? Reuter. Ein Relikt. Guck mal, das ist ein Obelisk. Wahrscheinlich kann ich den noch nicht lesen. Mein oder? Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Ja. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Russisch auf 3 brauche ich da. Na, klasse. Oh, guck mal, da ist doch noch was. Na gut, eine Flasche. Ja. Ich frage mich, ob es hier auch Gegner gibt.
Also menschliche Gegner natürlich. Wie sicher sie einfach darüber läuft. Finde ich ja klasse. Haben wir gemacht. Das war die Nummer 4. Kannst du mal... Sarah? Okay. Oh, zwei Rädchen. Zwei Schrauben, die brauche ich wieder. Noch mehr davon. Sehr cool. Ohne Kies kriege ich da jetzt endlich meine Pistole zusammen. Das wäre super. Ja, ich habe die Pistole freigeschaltet. Sehr gut. Jetzt muss ich endlich nicht mehr diesen komischen Colt nutzen, der wirklich jedes Mal wieder nachgeladen werden muss. Guck mal. Habt ihr gesehen? Da konnte ich mit dem Seilpfeil was ranschießen. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Spielzeug? Okay. Ach, warte mal. Da vielleicht? Nee. Da vielleicht? Oh yeah. Autsch. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist gut. Wo ist denn hier... Da ist das letzte Teil. Da oben drauf auf dem... Okay. Da, irgendwo oben drauf muss es sein. Ich sehe es schon. Aber wie komme ich da hoch? Oh oh. Ah, ich dachte schon, es sind wieder Wölfe. Garstige Viecher. Können wir mal bitte aufhören? Nee. Au. Das hatte ich aber nicht vor. Das ist ein Leopard. Guck mal, so kann man das ausnutzen, wenn man nicht so gut zielen kann, so wie ich. Scheiße, wo liegt der denn? Der lebt noch. Optionales Herausforderungsgrab, ja, ja. Das Ding lebt doch noch, oder? Ah. Nein, nein, nein. Hey. Ist feige, aber... Oh. Nein! Sorry, Kätzchen. Hä? Sorry. Kriege ich da jetzt besonderes Fell für? Oh ja, mit Sternchen dran. Fell mit Sternchen sind immer gut. So, warte mal. Eichhörnchen! Ich muss da rauf. Nee, nee. Mist, wie komme ich jetzt da hoch? Hier sind 10.000 Seile gespannt und ich muss irgendwie hier rüber auf den Felsen kommen. Nee, nee, nee. Ah, nee, das funktioniert auch nicht. Jawoll. Immerhin schon mal einen Schritt. Aber das reicht nicht. Ich muss von einer dieser Plattformen rüberrutschen. Na, du sollst hoch, Lara, bitte.
Nee, das wird so nix. Ach komm, pfeif jetzt drauf. Ich mach jetzt mal die Hauptmission weiter. Nicht da runter. Die ganze Zeit diese Wölfe. Ach nee, war ich schon in der Höhle drin? Das ist die Frage. War ich schon hier in der Höhle? Ja. Da muss ich von da oben rüber. Da ist ein Basislager. Aber ich meine, hier wäre ich noch nicht... Oh, jetzt kann ich da runter. Na gut, dann. Na dann. Dann finde ich das ja auch so. Auch zum Dorf. Und unter einem Tagesmarsch. Oh. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladung? Ach, das geht sogar. Na, hervorragend. Was ist das denn? Das gesehen? Guck mal. Grafikfehler. Oha. Mhm. Forschertaschen enthüllen die Positionen von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Ja, sehr nice. Guck mal, ein Überlebensversteck. Nice. Nice, nice, nice. Wird aber nichts mehr sein hier. Das war wohl nur... Ja. Das war wohl nur die Tasche. Aber cool. Man findet echt an jeder Ecke noch irgendwie ein Secret. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich feier sowas. Wow. Kann ich hier irgendwo noch... Ne, wahrscheinlich kann ich hier irgendwo noch mehr Seile anbringen, aber... Das kriegen wir schon hin. Da ist noch eine Höhle. So viele Höhlen hier. Ah, guck mal da. Wahrscheinlich brauche ich dafür aber noch ein Tool. Nee, doch nicht. Im ersten Teil hat man hierfür später ja noch den Haken gebraucht. Den Kletterhaken, dass man damit das Seil quasi maschinell ziehen konnte. Ach Leute, ich habe ganz vergessen. Ich wollte euch ja was zeigen. Und zwar diese Jägerkarten. Oh, 2 von 4 Teile für den Compoundbogen. Und ich habe einen Fähigkeitspunkt. Super. Das mache ich gleich. Ich suche mir gerade schnell ein Lager. Da setze ich mich dann hin, dass ich einen Speicherpunkt habe. Und dann werde ich euch das mal zeigen. Das ist ziemlich cool. Und es kostet halt wirklich auch kein Geld. Also es ist nur durch diese Ingame-Münzen hier zu finanzieren. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Oh je. Die sehen nicht gut aus. Hm. Guck mal da. Yes, da mein Lager. Super. Dann mache ich das schnell. Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war. Er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war. Ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen. Aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann. Dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Hm. Okay. Oh. Finden Sie leichte Herausforderungsobjekte. Nehmen wir mal das, komm. Ich habe mir sowieso irgendwann alles. Na gut. Ach nee, Leute, komm. Ich will... Ja doch. Ich reiß euch jetzt mal raus. Überlebensguide, nein. Nein. Nein, nein. So. Ich zeige euch das jetzt mal. Die ganzen Punkte, die es hier gibt. Also die Kartenpacks, die man sich da holen kann für Punkte. So, Marktplatz haben wir's. Da. Okay. Ich... Warte mal, ganz kurz.
Ja, kleines Problem, Leute. Ich kann es euch leider nicht zeigen, da ich zurzeit kein Internet habe. Ja, hurra, Unity Media. Aber, wir schauen mal weiter hier. Fehlende Ausrüstung. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Also komm. Das kannst du dir doch irgendwo jetzt einfach mal mitgehen lassen, Lara. Ist ja nicht so, als würde die Dinger hier nicht rumliegen ohne Ende. Uhi. Ich habe wieder neues Zeug. Guck mal, das ist wieder so ein Monolith. Nicht ein Obelisk, ein Monolith. Mein Russisch ist nicht gut genug, um sie zu verstehen. Es scheint eine Art Karte zu zeigen. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Oh, jetzt kann ich Russisch 2. Seht mal, hat sich doch schon gelohnt. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Coole Sache. Auf was denn genau, bitte? Ah, da ist ein Münzversteck und ein Überlebensversteck. Komm, die holen wir uns noch kurz. Weil Münzen sind super, dafür kann ich wieder neue... Ja, ich sehe es gerade. Problem, konnte von der Problembehandlung nicht identifiziert werden. Ja, mein Internet funktioniert manchmal morgens nicht. Dann muss ich erst das ganze System resetten und dann meinen Computer neu starten und bla bla bla. Und wir gucken, was ist da oben. Alles Details, die uns jetzt hier mit Lara gar nicht interessieren. Denn sie hat kein Internet und braucht es auch nicht. Zumindest im Moment. Was ist denn das Münzversteck hier? Das ist auf jeden Fall da oben drauf. Da, in der Hütte. Okay. War ich mir nicht schon voll? Scheinbar. So, wie kommen wir jetzt an die Leiter? Oder muss ich gar nicht an die Leiter? Flagge? Sowjetische Flagge? Ah, ich brauche ein Kampfmesser. Wie auch immer ich das jetzt... Okay. Kann man doch abschießen, Mensch, Mädchen. Na, okay. Das Versteck ist bestimmt hier oben drauf, irgendwo. Ich muss nur gucken, was glitzert. Im Schnee. Wenn die Sonne drauf scheint. Da, ich sehe es doch. Jawoll. Haben wir wieder einen Schmagofatz. Und jetzt hier. Kann ich da jetzt bestimmt irgendwo ein Seil spannen? Ich hoffe es zumindest. Oh, guck mal da jetzt. Oh, oh, oh. Na toll. Pfeile. Mehr Schrauben. Oder Rädchen. Oh, nur Münze. Nee, Stoff. Okay. Und ich kann kein Seil spannen. Warum das denn? Na gut. Wir holen uns noch das überlebenden Teil. Wow. So, hier muss es irgendwo sein. Ja. Oder ist das unten in der Höhle? Vielleicht da unten. Ah, nicht. Oh nein. Ich kann nicht, ich hab nichts zum Sprengen, das ist ja doof. Was sagen die mir jetzt? Das ist auch dieses Überlebenden-Teil.
Oh Gott. Guck mal, das Wasser tötet sie nicht. Eiskalt. Ja, Laura, ich weiß, ich will dich auch nicht leiden lassen, aber... ich komme hier sonst nicht mehr raus, scheinbar. Ich sehe keinen Weg, der nach draußen führt. Weh. Gut, das hätten wir. Na schade, dann haben wir jetzt hier doch nichts gefunden. Oh. Ah, doch. Haben wir. Ich wäre trotzdem gerne noch hier hochgekommen. Beziehungsweise unten in die Höhle rein. Warte mal. Lara, ziehst du dich mal rauf? Hier jetzt rauf. Oh, ja nicht hier, aber... nein. Lara, machst du mal bitte. Danke. Ich vermute mal nicht, dass da was drin ist. Da auch nicht. Na gut, wir gehen zurück zum Lager, Leute. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, hier doch nicht mehr blöd rumzusuchen. Und da drüben sind auch noch Sachen. Kann ich da irgendwie... ach, guck mal, da komme ich da auch noch hin mit dem Kletterteil. Oh. Das war schön, Lara. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal mit Tomb Raider. Oder Rise of the Tomb Raider, besser gesagt. Tata.